jetzt aber wieder auf der schönen Wiese, wo ich den Koppelhaken gefunden habe. Mal gucken, ob es da heute was Schönes gibt. Bis zum ersten Fund. Ein alter Fanta-Deckel. Ja, was älter. Ich glaube, solche Fanta-Flaschen gibt es gar nicht mehr, oder? Ich weiß es gar nicht. Wir trinken keine Fanta. Schönes sauberes Signal, aber auch negativ. Bam, guckst du mal? Habe ich doch eingemacht. Ich hab ihn! Was ist das denn? Nein. Ja! Du hast es gesehen. Wo noch mehr ist. Ein kleines Blechschild. Machst du wieder rein? Darin. Ja, ich hoffe, man sieht das jetzt so in der Kamera. So, kleines Blechschild, Panther Braunschweig, wenn ich das richtig entziffere. Ja. Muss ich mal googeln zu Hause, wovon das war. Interessant, ohne Marke. Und oben sind noch Löcher zu sehen, aber das wurde mal befestigt. Hübsch. Hübsch. Hübsch, hübsch. Weiter geht's. Oh, 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 was haben wir da? Oh, da reifen. Ist das ein Münzlein? Ja! Ein Münzlein! Ein Münzlein! 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 Ein Münzlein! Hallo! Ein Münzlein! Kann man was erkennen? Ein Münzchen, aber leider ziemlich platt. Vielleicht erkennt man zu Hause am Saubermachen noch ein bisschen was, aber ich glaub's nicht. Die ist ziemlich durch. Schade. Aber egal, Münzi. Münzi.
tun wir mal in unser Döschen. Aber nur ich die da rein tun. Kann ich übrigens jedem empfehlen, so eine Dose. Kann der in die da rein tun? So. Wenn die Münzen einfach so in die Fundtasche schmeißt, dann kriegen die unschöne Kratzer. So, weiter. Um die 100. Das kann eigentlich auch nicht wieder nichts Besonderes sein. Draht. Oder so ein Granatsplitter. Oder halt ein Flaschendeckel. Mann. Nächstes Signal. Raven. Ja, guck erst mal unten drinne. Oh. Ja. Das schon ist wieder? Ich glaube Müll. Oh. Steht. Das finde ich in letzter Zeit öfters, das ist sehr interessant. Also hier so Tuben. Gordax. Keine Ahnung. Blendex hört sich irgendwie an wie so eine Zahnpasta. Keine Ahnung. Ja, Müll nehmen wir eh mit. Kann ich auch zu Hause mal googeln, was das denn war. Oh, war schon vermisst. Steht keine Jahreszahl drauf. Schade. Oh, wieder eine Hülse.
Unser nächstes Münzi. Erkennen. Deutsches Reich. Ja. Deutscher Reichspfennig. Ein deutscher Reichspfennig. Steht denn hier? Ist das richtig erkenne? 1925, also 25 ist richtig gut zu erkennen. Da ist der erste Fund. Also der erste schöne Fund. Ein Knöpfchen. Öse ist auch noch dran. Da ist sogar was drauf, wenn ich das richtig sehe. Kann es jetzt nicht richtig einordnen. Das ist eine Krone. Ja, da oben ist eine Krone und das unten, das könnte ein Posthorn sein. Muss ich zu Hause mal sagen, aber ich glaube eine Krone und ein Posthorn. Wobei. So, Funde gereinigt. Erster Teil von heute. Panther Braunschweig, Steuerkopfplakette. War vorne, stehen wir von einem Fahrrad. Fahrradwerke Panther aus Braunschweig. Gibt es seit 1962, 63 nicht mehr. Da wurde das Werk geschlossen. Die Plaketten an sich gibt es eh schon länger nicht mehr. Also ich finde es ein schöner Fund. Kommt auf jeden Fall in die Vitrine. Ja, was haben wir noch? Ja, erste Münzlein. Kann ganz schwach was erkennen, aber zum Identifizieren reicht es nicht. Also leider blank. Dann hier das Münzlein. Das habe ich ja schon gesagt. Leider so ein bisschen Fraß dran. Ein Reichspfennig von 1926. Damit man das so erkennen kann. 1925, Entschuldigung. Ja. Ich persönlich finde die immer wieder sehr schön. Ja, das war es heute, was wir leider heute alles auf Makano gefunden haben. Was ich noch mit reingeschnitten habe, vorletztens, da gab es leider nur einen schönen Fund, aber das ist hier dieses schöne Knöpfchen von der Post, so 1850, irgendwie um den Dreh datiert. Ganz schwach hier unten das Posthorn zu erkennen, hier oben die Krone. Ja, ich finde ein sehr schöner Fund. Ja, das war's für heute. Interessiert, was das hier ist. Das sind Reinigungsstifte. Sind optimal. Kann ich jedem nur empfehlen. Ja, so beschließe ich das Video und bis zum nächsten Mal.